Liebe Besucherinnen und Besucher, wir sind hier am letzten Standort unserer Tour entlang am linken Seeufer angelangt. Wir sind im Stadion Tribschen. Das ist die Heimstätte des Fußballclubs Kickers. Kickers ist einer der ältesten Shooting-Clubs in der Stadt Luzern. Was viele nicht wissen, ist, dass der Fußballclub Luzern unseren FCL bis 1934 auch hier gespielt hat. Dann hat er auf die Almend gezügelt. Der Fußball wird heute leider von Fangewalt und Geldexzess überschattet. Der Fußball war aber gesellschaftlich und politisch ein riesiger Fortschritt. Es gibt ein Regelwerk und nachher gilt Kreativität, wo Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zusammenspielen, nicht nur ein Kampf von Mann gegen Mann. Gerade hinter dem Fußballstadion liegt das Eisfeld. Eine Kunsteisbahn zu haben, war in den 60er Jahren für eine Stadt ein Merkmal für Fortschritt und Wohlstand. Aber schon vorher hat man hier im Tribschen Moos regelmässig ein Eisfeld gehabt, Natureis. Weil Schlittschuhfahren ist extrem vielfältig. Man kann es als Teamsport machen oder im Einzellauf, als Wettkampf oder als Hobby. Vieles, was in der Stadt keinen Platz gab, hat man früher im Tribschengebiet angesiedelt. So 1912, wo man eine riesige Halle gebaut hat für das Luftschiff Zeppelin. Wir hatten damals Rundfahrten gemacht von hier aus. Später konnte man diese Halle als Eishalle brauchen. Gerade hinter mir, vis-à-vis vom Stadion, steht das Jugendhaus Treibhaus, erbaut im Jahr 2005. Es ist ein Nachfolgeprojekt vom Jugendhaus Werkhof. Und der Werkhof steht für einen Aufbruch von 1968, später dann auch von 1980, auch in Luzern. Es ist um Demokratie gegangen, um Vielfalt der Kultur, um Selbstverwaltung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch das Konzerthaus Schür, das nicht weit von hier weg bei der Langensandbrücke liegt. Hier im Quartier war auch das Kulturzentrum BOA, in einer alten Schlauchfabrik. Während 20 Jahren ungefähr haben hier ganze Haufen Veranstaltungen stattgefunden, kulturelle und politische, Konzerte, aber auch Theateraufführungen. In diesem Zusammenhang darf man den Sädel nicht vergessen. In dem ehemaligen Gefängnis, hoch über dem Rotsee, hat man in den frühen 80er Jahren ein Musikzentrum eingerichtet. Und heute hat der Sädel einen eigentlichen Kultstatus. Gerade neben dem Treibhaus liegt der Pavillon der freien Theaterszene, wo das Voralpentheater und Spielleute ihre Produktionen machen. Das ist ein Ort, wo alt und jung, Profis und Laien Theater spielen. Sie haben gesehen, das Tribschenquartier steht für vieles. Für Gewerbe und Industrie, für Büro, für Wohnen, für Politik und Sport und für Kultur. Und wenn Sie die Stimmung dahinter wahrnehmen, dann merken Sie, das Tribschenquartier steht für ein pulsierendes Lebensgefühl. Schön sind Sie mit uns mitgekommen. Prost!